Hallo meine Lieben, heute begrüße ich euch mit diesen leckeren Mandelmakronen. Die sind wirklich einfacher gemacht als gedacht und schmecken einfach nur köstlich. Wir legen jetzt sofort los mit der Zubereitung. An erster Stelle benötigen wir Eiklar und eine Prise Salz. Die zwei Zutaten werden zuerst sehr gut steif geschlagen. Sobald die Masse schön steif geschlagen wurde, benötigen wir noch Zucker. Den Zucker dann langsam einrieseln lassen und dabei weiterhin schlagen. Als nächstes benötigen wir gemahlene Mandeln und Zimt. Die zwei Zutaten zuerst vermischen und dann mit einem Teigschaber unter den Eischnee heben. Achtet bitte darauf, dass ihr die Masse nicht zu sehr verrührt, weil sonst schlagt ihr die Luft, die wir eben eingeschlagen haben, wieder heraus. Und einfach darauf achten. Und sobald ihr das gemacht habt, die Masse in einen Spritzbeutel füllen und dann werden kleine Häufchen auf das Backpapier gespritzt. Ich habe insgesamt 40 Häufchen gespritzt und wer zum Beispiel keinen Spritzbeutel hat, kann gerne jeweils einen Teelöffel als Häufchen auf das Backblech geben. Zu guter Letzt benötigen wir noch gehobelte Mandeln. Die werden einfach über die Häufchen verteilt und etwas fester angedrückt. Und dann kommen sie auch schon in den vorgeheizten Backofen bei 160 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 20 Minuten in den Backofen und werden leicht goldbraun gebacken. Ja, die Makronen halten sich in einer luftdichten Keksdose mehrere Wochen frisch und ich wünsche euch jetzt natürlich ganz viel Spaß beim Nachbacken und lasst es euch schon mal schmecken. Und die genauen Mengenangaben zum Rezept findet ihr natürlich wie immer unten in der Infobox.